Wo ist eigentlich das Gebäude, wo der heutige Digi-Stammtisch stattfindet? Das sollte da drüben sein. Mhm. Katharina, wie machst du das eigentlich, dass du immer alle Gebäude und Räume deiner Universität findest? Wir haben da so ein Online-System, mit dem ich mein ganzes Studium organisieren kann. Das heißt TU Graz Online. Damit kann ich mich für Lehrveranstaltungen anmelden, ich kann meine Noten einsehen und so weiter. Und es hat eine praktische Suchfunktion. Bei Campus Online handelt es sich um ein Campus-Management-System, welches an der TU Graz entwickelt wurde und mittlerweile an 38 wissenschaftlichen Einrichtungen im deutschsprachigen Raum im Einsatz ist. Über die Suche können Studierende die verschiedensten Informationen finden. Man kann mithilfe der Raumsuche genau herausfinden, wo genau sich der Hörsaal zur nächsten Vorlesung befindet oder wo das Büro von Frau Professor Musterfrau liegt. Dafür sucht man nach dem Raum, wählt diesen aus und klickt auf die Adresse. Es öffnet sich ein Grundrissplan. Der gewünschte Raum ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Wenn man nun auch nicht genau weiß, wo sich das Gebäude findet, kann man auch mit Gebäude, Gebäudebereich etc. rauszoomen. Weiters ist es möglich, Lehrveranstaltungen zu suchen. Durch Eingabe von verschiedenen Parametern lassen sich diese schnell und einfach finden. Vor allem die erweiterte Suche bietet hierfür viele Möglichkeiten. Sie sind auf der Suche nach der E-Mail-Adresse einer Vortragenden? Wählen Sie dafür einfach die Bedienstetensuche und geben Sie den Namen ein. Findet das System die Person, erhalten Sie die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, zugehörige Organisation und, wenn Sie Glück haben, ein Foto. Gut zu wissen: In jedem Suchfeld kann man Platzhalter verwenden. Das Sternchen und das Prozentzeichen stehen für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen und der Unterstrich kann für ein beliebiges Zeichen verwendet werden. Und das Beste ist, es gibt sogar eine App dafür. Sie heißt TU Graz Suche und sie ist für iOS und Android verfügbar. Damit kann ich jederzeit und überall alles suchen, was ich für meinen Uni-Alltag brauche. So machst du das also. Klingt praktisch.